Hallo, ich möchte euch heute meine Geschichte erzählen, wie ich mich von der Zuckersucht befreit habe. Genau, ich möchte euch einerseits an meiner Geschichte teilhaben lassen, wie ich mich von meiner Zuckersucht befreit habe durch eine Ernährungsumstellung und auch viele, viele Tipps geben, was ich dabei gelernt habe und was dir vielleicht auch weiterhilft, um von Süchten loszukommen. Genau. Aber das dann später im Video. Ich möchte beginnen, indem ich euch erzähle, wie das am Anfang so war. Was ist sozusagen die Ausgangssituation? Wie hat sich meine Zuckersucht ausgedrückt? Als Kind war das so, dass ich immer wieder den Süßigkeiten-Schrank meiner Eltern leergeräubert habe. Ja, die hatten da so ein Schubfach und da war alles voller Süßigkeiten und abends beim Fernsehgucken oder auch tagsüber, wenn ich alleine war, bin ich da immer rangegangen und habe den leer gefuttert. Dann, als ich etwas größer war, erwachsen, sah meine Zuckersucht so aus, das verbündete sich dann damit, dass ich mich auch schwer entscheiden kann. Zumindest dachte ich das damals. Ich glaube, heute ist es eine Ausrede gewesen. Aber ich bin zum Bäcker gegangen. Ich rede so ein bisschen schon um den heißen Brei herum. Aber ich sage es jetzt ganz ehrlich: Ich bin zum Bäcker gegangen und habe mir manchmal 6 Stück Kuchen gekauft und die alle aufgefuttert. Also, ich stehe wirklich auf Kekse, auf Kuchen, also damals. Und hab die dann alle alleine aufgegessen. Genau. Und ich kann einfach nicht an Kuchen vorbeigehen. Das ist wirklich so. Und ich rede auch immer noch im Präsens, weil das auch immer noch so ist. Das ist immer noch eine Gefahrenquelle für mich. Und Gefahrenquelle in dem, ne, da komme ich später zu. Auf jeden Fall esse ich immer viel zu viel davon und auch Schokoladen kennt ihr vielleicht, wenn man so eine Vollmilchschokolade anfängt, ohne Stopp wird die aufgegessen. Eine Tüte Chips aufgegessen. Das ist jetzt keine Süßigkeiten, aber also ich habe einfach früher von vielen ungesunden Sachen viel zu viel gegessen. Und die Konditionierung ist, glaube ich, entstanden dadurch, dass ich zum Beispiel als Kind morgens immer so einen Schokoriegel auf dem Tisch liegen hingelegt bekommen habe von meinen Eltern, weil die halt schon zur Arbeit gehen mussten und ich morgens alleine da war. Und das hat einerseits dazu geführt und dann habe ich auch viel von meinem Frust kompensiert. Ich habe viel Trost im Essen gesucht und war auch viel alleine. Hatte in meiner Kindheit so in einer bestimmten Phase auch kaum oder gar keine Freunde, zumindest hatte ich das Gefühl, und war dann viel alleine, saß viel allein vorm Fernseher, habe mir Serien reingezogen und dabei immer irgendwas gestopft, also reingestopft. Genau, und das waren halt meistens Gummibärchen, Schokoladen, Kekse, Kuchen, was mir so in die Hände gekommen ist. Und die Begleiterscheinungen davon waren, dass ich ein dickes Kind war, dass ich im Sport eine Niete war, also dass ich mich nicht richtig bewegen konnte, dass ich mich unwohl in meinem Körper gefühlt habe, dass ich kein Selbstbewusstsein hatte und gehänselt wurde. Ja, also ich war so ein klassisches Opfer. Und das Ganze gehört da irgendwie alles so mit rein. Man könnte jetzt, also vielleicht liegt der Ursprung in dem einen oder in dem anderen. Also war jetzt zuerst die Süßigkeitensucht und dann oder umgekehrt. Und das kann ich euch jetzt nicht so genau sagen, aber das war so die Ausgangssituation. Und meine erste Stufe, mich von dieser Zuckersucht zu befreien, war ein 21-tägiges Experiment. Das war 2006. Mir ist es ganz wichtig, dass ihr auch mitbekommt, das ist jetzt 2016.
Also dieser ganze Prozess ging über 10 Jahre. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, finde ich, dass es nicht darum, mir nicht darum geht, sozusagen, euch jetzt hier, wie nehme ich schnell 10 Kilo ab oder so. Ich habe in der ganzen Zeit viel, viel mehr abgenommen, aber es waren halt so Schritte. Ja, und ich möchte euch diesen ganzen Weg aufzeigen, weil es mir nicht darum geht, irgendwie euch Tipps zu geben, ja, die kurzfristig helfen, sondern es geht mir darum, wie du wirklich dauerhaft und nachhaltig und durch eine Ernährungsumstellung wirklich komplett davon loskommst. Ja, also so wie ich das geschafft habe. Natürlich ist jeder individuell, vielleicht ist dein Weg ein ganz anderer, aber ich teile einfach meinen Weg und auch so verschiedene Phasen. Also, diese 21 Tage, das ist 21-Tage-Experiment, habe ich 2006 gestartet und habe mir, die Regel war, ich esse keinerlei Zucker, keinerlei Süßungsmittel, es war nur erlaubt süße Früchte, Datteln und Feigen, also Trockenobst. So. Und 21 Tage deshalb, weil ich gehört habe, dass es sozusagen 21 Tage braucht, um neue Pfade in unserem Gehirn zu etablieren. Ja, ich habe so diese Autobahn, Zucker, ich sehe was, Essen. Ich sehe Zucker, ich sehe Schokolade, Essen, Essen. So, ne? Um ein neues Muster zu etablieren, soll man 21 Tage sozusagen den alten Pfad verlassen, diese Autobahn verlassen und einen neuen Weg, einen kleinen Trampelpfad habe ich mir da gemacht in diesen 21 Tagen. Ich wollte also, man braucht 21 Tage, um was Neues zu etablieren. Und ich habe in dieser Zeit angefangen, mir ganz bewusst anzuschauen, in welchen Lebensmitteln ist Zucker. Du kannst also ganz viele industriell hergestellte Lebensmittel enthalten Zucker. Das können auch in jedem deftigen ja, in Wurst, in Käse, in was weiß ich, da ist überall Zucker drin. Und ja, und da habe ich erstmal angefangen, sozusagen mir bewusst zu machen, wo ist überall Zucker drin. Und das ist auch ganz wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, um zu merken, wie zum Teil auch unbewusst wir Zucker aufnehmen. So, wo ist das überall drin? Und dann auch zu gucken, an wie viel der Stelle auf der Inhaltsliste steht das, weil das sagt dir, wie viel Zucker ist in dem Lebensmittel drin. Wenn es an erster Stelle ist, ist das vom Gewicht her der größte Anteil. Und je weiter hinten, je weniger Zucker ist da drin. Genau das habe ich gemacht. Und wie gesagt, habe in der Zeit den Zucker komplett weggelassen und habe ersetzt. Wenn ich ein Süßverlangen hatte, dann habe ich ganz viele Datteln gefuttert oder Feigen oder leckeres, süßes Obst gegessen. Ich habe mir Pfannkuchen gemacht ohne Zucker und habe die mit so Bananen und, ja, wie gesagt, süßem Obst so belegt, um einfach dieses Süßverlangen, was trotzdem natürlich noch da war, zu meistern. Genau. Und das hat mir so gut gefallen, dass aus diesen 21 Tagen 2 Monate wurden. Ja? Und nach diesen 2 Monaten oder während auch schon dieser Zeit habe ich gemerkt, habe ich einen großen Unterschied festgestellt an meinem Gefühl, was ich in mir hatte. Und zwar habe ich gemerkt, dass ich, dadurch, dass ich den Zucker weggelassen habe, viel zielgerichteter war, viel geradliniger und nicht mehr so weich und rund und wabbelig. So, ja, das ist ja sozusagen auch das, was der Zucker im Körper macht. Ne, wenn man davon zu viel isst, dann wird er angelagert und dann als Fett gespeichert und dann wird man so rund und wabbelig, wie ich auch damals war. Und genau, und auf einmal, nach diesen 2 Monaten habe ich gemerkt, so auch in meinem Kopf, so ich bin da zielstrebiger, geradliniger. Ne? Also es bekam mehr so
Aus diesem runden, weichen wurde etwas Zielgerichtetes. Und das hat mir gut gefallen. Und nach diesem Experiment habe ich ganz normal habe ich so weiter gegessen wie davor. Aber ich habe manchmal die Dinge ersetzt. Ja, also dass ich, wenn ich ein Süßverlangen hatte, habe ich nicht immer automatisch zu klassischen Süßigkeiten gegriffen, sondern halt dann auch mal Datteln und Feigen und so gegessen. Und habe so gemerkt, wie mir das Freude macht, auszuprobieren, wie kann ich Dinge ersetzen. Und nach diesem Experiment sah dann mein Leben folgendermaßen aus. Also ich habe immer wieder dann so Phasen gehabt, wo ich das so ausprobiert habe, Dinge zu ersetzen. Ja, dass ich zum Beispiel, also das war so das erste Mal, dass ich da so sensibilisiert wurde, als eine Mitbewohnerin von mir damals gesagt hat, also wenn sie ein Kuchenrezept liest, dann macht sie automatisch erstmal die Hälfte nur des Zuckers ran. Weil sie gesagt hat, alles ist immer viel zu süß, ja, das könnt ihr auch in so Statistiken nachlesen, wie der Zusatz von Zucker, zum Beispiel in Joghurts und überall, immer über die Jahre immer mehr geworden ist. Ja, also es ist in allem viel mehr Zucker dran als noch vor 5 Jahren, als noch vor 10 Jahren. Ja, das steigert sich. Und ich hatte aber nach dieser Zeit immer wieder Lust, Phasen von Zuckerfreiheit einzulegen. Ne? Dann immer so, dass ich das komplett rausgenommen habe und nur noch Natürliches so gegessen habe. Ne? Ich habe dann auch nicht ersetzt mit Agavendicksaft oder Honig oder was gibt es noch? Kokosblütenzucker oder sowas. Nein, ich habe wirklich dann nur noch die Trockenfrüchte oder das Obst gegessen, so als süß. Und ich habe dann auch wirklich mal eine Phase gehabt, wo ich 2,5 Jahre lang das so durchgehalten habe. Durchgehalten, genau. Also damals war es nämlich noch so, dass am Anfang fiel mir das total leicht, weil ich gemerkt habe, ich gewinne an Selbstbewusstsein, ich verliere an Gewicht, ich fühle mich wohler in meinem Körper, in mir selbst. Ich habe mehr Selbstbewusstsein. Ich habe auf einmal Konturen, Formen bekommen. Ne? Am Anfang habe ich Schlabberklamotten getragen, damit man überhaupt nicht sieht, dass ich keine Form habe. So, ich habe mich versteckt hinter viel zu großen Klamotten. Und genau, und dann kam aber diese Phase mit diesen 2,5 Jahren und dann das Ende daraus war aber, dass ich so ein Gefühl hatte, so, ich kann doch jetzt nicht mein Leben lang verzichten. So. Also ich habe gemerkt, das ist irgendwie nicht die Dauerlösung. Immer auf Zucker zu verzichten, so, ne? Und das ist auch was ganz, ganz Wichtiges, was ich begriffen habe, dass es nicht funktioniert, wenn man das Gefühl hat, wenn ich das Gefühl habe, ich muss auf etwas verzichten. Und genau, weil dann ist es nur, also so klar, also die Phasen, auf die ich auf Zucker verzichten konnte, wurden immer länger. Aber es war nicht wirklich eine Lösung, so, ne? Und deswegen hatte ich dann auch immer so Wellen, in denen ich wieder zugenommen habe und abgenommen habe und dann habe ich mal wieder verzichtet und dann habe ich aber das wieder, dann kam wieder eine Phase, wo es mir nicht so gut ging, dann habe ich es wieder zugenommen in diesen 10 Jahren. Und genau, hatte also immer diesen Jojo-Effekt und was daran gut war, ist, dass ich gemerkt habe, ich komme nie, also mein Körpergewicht geht nie über eine bestimmte Grenze oder mein Wohlfühlfaktor so, ne? Wenn ich gemerkt habe, ich fühle mich jetzt nicht mehr richtig wohl, dann fiel es mir wieder leichter, sozusagen mich bewusster zu ernähren. Und habe dann, was wollte ich jetzt sagen, bin dann irgendwann da sozusagen auch rausgekommen, beziehungsweise, wartet, jetzt muss ich kurz überlegen, was ich sagen wollte. Genau, ich hab gemerkt, dass ich mich auf mich verlassen kann, dass ich Vertrauen darauf kann, dass ich nicht
ins Unermessliche an Gewicht zulege, ja, oder an süß esse, weil ich so eine natürliche Grenze habe, so was mit meinem Wohlgefühl irgendwie einhergeht. Und diese Grenze ist auch immer tiefer geworden, also ne, bei immer weniger Gewicht gewesen. Also ich konnte das so runter reduzieren. Und weil ich neben dieser Ernährungsumstellung halt, also ich habe immer mehr Dinge ausprobiert und fand es immer faszinierender, je länger ich das mache, was fallen mir noch für Sachen ein, wie ich Dinge reduziere. Ne? Am Anfang war es, wie ich gesagt habe, nur noch die Hälfte Zucker. Und dann habe ich aber zum Beispiel den Zucker ganz weggelassen, habe mit Bananen gesüßt. Und irgendwann hat sich das dann so weit verändert, dass ich gar keine Kuchen mehr gegessen habe, sondern halt nur noch Früchte und Datteln. Ne? Aber das, wie gesagt, waren viele, viele Jahre. Und was auch noch ganz wichtig für mich dabei immer war, war der innere Prozess, der da mit einherging. Und da sind verschiedene Sachen aufgetaucht. Die möchte ich auch gerne mit dir teilen. Und da war zum Beispiel einmal, dass ich in einer Phase zum Beispiel geguckt habe, wofür habe ich denn diese ganzen Kilos? Und habe mir aufgeschrieben, okay, 5 Kilo habe ich dafür, 3 Kilo trage ich dafür, weil ja dieses Gewicht sozusagen auch ist wie so ein Schutzpanzer. Ne, dieses Süßverlangen, die Süße des Lebens anders aufzunehmen. Ne, also ich war halt wirklich sehr unglücklich, unzufrieden und habe das kompensiert über Essen. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, okay, 5 Kilo trage ich zum Beispiel, was bei mir ein großes Thema war, der Umgang mit Männern. Ja, ich hatte Angst vor Männern und dadurch, dass ich mich nicht attraktiv gefühlt habe, wurde ich nicht konfrontiert. Aber als ich dann abgenommen habe und ich gemerkt habe, oh, die Männer fangen an zu reagieren, musste ich anfangen, mich mit ihnen auseinanderzusetzen. Und das war gar nicht so leicht. Aber das ist, glaube ich, eher so ein Thema für ein anderes Video, weil das ist einfach nur ein Aspekt gewesen. Ein wichtiger, ein großer. Ne? Also je schlanker ich wurde, je selbstbewusster wurde ich, je sichtbarer konnte ich werden oder wurde ich einfach. Ich habe das gemerkt, immer mehr Menschen haben auf mich reagiert und ich denke, dass das viel mit meinem Selbstvertrauen, was gewachsen ist, zu tun hat. Und was auch noch ganz, ganz wichtig ist, ich hatte es ganz am Anfang schon angesprochen, meine Opferrolle. Ja, ich habe mich wirklich viele, viele Jahre in meinem Leben als Opfer gefühlt. Und dieser Prozess daraus, der war auch ganz entscheidend. Immer mehr zu merken, wo verhalte ich mich denn wie ein Opfer? In welchen Situationen empfinde ich mich als Opfer? Und dann da rauszukommen und aktiv zu handeln und nicht mehr nur zu reagieren, sondern zu agieren. Genau, also der innere Prozess ist dabei auch total wichtig, um wirklich eine dauerhafte und nachhaltige Veränderung einzuleiten. Weil die Ernährung, wie gesagt, für oft als Kompensationsmittel dient. Da werde ich bei den Hinweisen, bei den Tipps, die ich euch dann am Ende, wahrscheinlich wird es eher ein zweites Video, damit es nicht so lang wird, werde ich euch in einem zweiten Video, im zweiten Teil sozusagen erzählen, was mir geholfen hat und welche Tipps ich für euch habe, da wirklich dauerhaft rauszukommen. Genau. Dann war auch noch ein wichtiger Punkt auf diesem Weg. Hatte ich mal irgendwie so ein Buch gelesen über selbstbewusste Frauen und da stand halt drinne, dass es ganz wichtig ist, dass wir nicht abnehmen, um einem Schönheitsideal zu entsprechen, sondern der einzige Grund zu sein, um abzunehmen, sollte die Gesundheit sein. Ich rede ja eigentlich über meine Zuckersucht, aber dieses Dicksein, Abnehmen, das hängt damit einfach zusammen, ne? Mit diesem Wohlgefühl so und dass ich halt, ja, nee, das hängt einfach zusammen, das ist miteinander verbunden so, ne? So, genau, und dann möchte ich
an dieser Stelle auch sagen, dass es mir ganz wichtig ist, dass, weil ich hatte, war irgendwann auch so dick, dass ich gar nicht mehr so Klamotten für mich gefunden habe und dann immer dachte, ich bin falsch, ne? Und das liegt aber gar nicht daran, dass ich falsch bin, sondern dass in der Kleidungsindustrie da einfach so ein Wahn ist, von immer dünner, dass viele Klamotten einfach falsch genäht werden. So, sage ich jetzt mal so, ne? Also da geht es einfach in die falsche Richtung, ja. Es geht nicht darum, dass ich mich der Kleidung anpasse, sondern die Kleidung muss sich eigentlich mir anpassen. Ich habe das dann so gemacht, dass ich halt für mich selber genäht habe. Ich habe dann dafür nähen gelernt. Das macht mir total viel Freude, da kann ich kreativ sein und viele sprechen mich auch darauf an. Ja, also es hatte auch gute Nebeneffekte so. Genau. Jetzt nochmal so diese Phase, um diese Phase nochmal so abzuschließen. In all den Jahren, das war dann so bis 2013 ungefähr, habe ich gemerkt, wie ich immer sensibler für Süßes geworden bin. Ne? Ich brauchte immer weniger süß und fand Dinge süß, die andere gar nicht süß fanden. So, ne? Und das ist auch zum Beispiel ein wichtiger Schlüssel um diesen Jojo-Effekt, dass man immer wieder in alte Muster zurückverfällt, um das vorzubeugen. Dieses Lauschen nach innen, dieses immer sensibler werden für die Reaktionen des Körpers. Und ich habe zum Beispiel in dieser Zeit einfach gemerkt, dass ich Milch gar nicht vertrage. Dass mein Körper, ich hatte so das Gefühl, das beißt sich an Milch die Zähne aus. Und dann habe ich halt die Milch weggelassen. Ne? Und ich habe zwar jetzt über Zuckersucht oder das Video geht um Zuckersucht, aber wie gesagt, es ist nur durch eine komplette oder beziehungsweise wirklich rundum Ernährungsumstellung möglich, da eine Veränderung reinzubringen. So. Und das Gleiche hatte ich bei Brot oder ne, irgendwann auch bei Kuchen, aber besonders bei Brot, egal ob Vollkorn oder nicht Vollkorn oder Weiß oder auf jeden Fall hat das meine Verdauung lahmgelegt. Ich hatte Verstopfung immer, wenn ich Brot gegessen habe. Also habe ich irgendwann aufgehört, Brot zu essen. So. Und an der Stelle würde ich gerne das Video erstmal beenden und weil hier kommt ein ganz wichtiger Punkt sozusagen in diesem Prozess für eine dauerhafte Verwandlung und den möchte ich euch gerne in einem zweiten Video erläutern, weil jetzt wird es eigentlich so richtig spannend, weil ich an einem absoluten Knackpunkt gekommen bin, und zwar 2014, 2015. Und da erfahrt ihr im zweiten Video dann mehr davon.